Warum tötete Tom Riddle Harry Potter nicht schon in der Kammer des Schreckens? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir darüber sprechen, warum Tom Riddle den Zweitklässler Harry Potter nicht schon in der Kammer des Schreckens getötet hat. Die Kammer des Schreckens scheint darauf hinzudeuten, dass der Tom Riddle in der Kammer in der Lage ist, in eine Art unabhängige Form zurückzukehren. Außerdem scheint er kein Problem damit zu haben, Zaubersprüche zu sprechen, wie sich zeigt, als er Flagrante spricht, um Tom Marvolo Riddle zu buchstabieren, was sich dann zu dem Ich bin Lord Voldemort entschlüsselt. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Wenn Voldemort in dieser Form zaubern kann, hätte er dann Harry nicht einfach auf der Stelle töten können? Hätte dies Voldemort nicht eine Menge Kummer erspart? Warum sollte er da sitzen, während Harry das Tagebuch vernichtet? Selbst als der Phönix Harry heilte, nachdem er vom Basilisken vergiftet worden war, sah er nur zu und rief: "Geh weg, Vogel, geh weg von ihm, ich sagte, geh weg." Diese passive Herangehensweise ist so, naja, seltsam für Voldemort, aber warum hat er nicht mehr unternommen, um sicherzustellen, dass Harry dran glauben muss? Die Antwort auf diese Frage geht auf die Geschichte von Harry und Voldemort zurück. Der Tom Riddle, den wir in der Kammer sehen, ist eine viel jüngere Version von Voldemort, eine, die nicht alle Erinnerungen besitzt, die der heutige Voldemort hat. Das bedeutet, dass er nicht genau weiß, wie sein heutiges Ich von Harry besiegt wurde. Er weiß, dass Harry der Junge ist, der überlebt hat und der Grund für seinen anfänglichen Untergang, aber er weiß nicht, wie das alles passiert ist. Aus diesem Grund kann man davon ausgehen, dass er ziemlich ängstlich sein würde, wenn er Harry angreift, denn er würde nicht wollen, dass dasselbe zweimal passiert. Ich habe viele Fragen an dich, Harry Potter. Was zum Beispiel? Sagte Harry, die Fäuste immer noch geballt. Nun, sagte Riddle und lächelte freundlich. Wie ist es dir, einem mageren Jungen ohne außergewöhnliches magisches Talent gelungen, den größten Zauberer aller Zeiten zu besiegen? Wie konntest du mit nichts als einer Narbe davonkommen, während Lord Voldemorts Kräfte zerstört wurden? In seinen hungrigen Augen lag jetzt ein seltsames Funkeln. Was kümmert es dich, wie ich entkommen bin? Fragte Harry langsam. Voldemort, sagte Riddle leise, ist meine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Harry Potter. Nun zum Geschäftlichen, Harry, sagte Riddle, immer noch breit lächelnd. Zweimal in deiner Vergangenheit, in meiner Zukunft sind wir uns begegnet und zweimal habe ich es nicht geschafft, dich zu töten. Wie hast du überlebt? Erzähl mir alles. Je länger du redest, fügte er leise hinzu, desto länger bleibst du am Leben. Aus diesem Grund scheint es die einfachste und logischste Lösung zu sein, den Basilisken auf Harry loszulassen. Wenn etwas schief gehen würde, wäre es der Basilisk, der Harry besiegen würde und nicht Tom Riddle selbst. Aber nachdem Harry den Basilisken getötet hat, ist er vergiftet und geschwächt. Warum hätte Tom Riddle zu diesem Zeitpunkt nicht Harrys Sterblichkeit erkennen und einspringen sollen, um ihn zu erledigen? Die Antwort ist natürlich, dass Riddle wusste, dass Harry vergiftet war und wozu Basiliskengift fähig war. Du bist tot, Harry Potter, sagte Riddles Stimme über ihm. Tot. Sogar Dumbledores Vogel weiß das. Siehst du, was er da macht, Potter? Er weint. Ich werde hier sitzen und dir beim Sterben zusehen, Harry Potter. Lass dir Zeit, ich bin nicht in Eile. So endet der berühmte Harry Potter, sagte Riddles ferne Stimme. Allein in der Kammer des Schreckens, verlassen von seinen Freunden, endlich besiegt von dem dunklen Lord, den er so unklug herausgefordert hat. Du wirst bald wieder bei deiner lieben Schlammblutmutter sein, Harry. Sie hat dir 12 Jahre geliehene Zeit verschafft, aber Lord Voldemort hat dich am Ende erwischt, wie du wusstest, dass es sein musste. Riddle wusste, dass Harry dem Untergang geweiht war und hielt es nicht für nötig, zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen, um sicherzustellen, dass Harry sterben würde. Tom Riddle alias Voldemort wurde wieder einmal von seiner Arroganz und seinem aufgeblähten Ego überwältigt. Und als er endlich begriff, was geschah, war es für ihn zu spät. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.